Albrecht Roben, kehrt von einer Fahrt zurück, die ihn von Hamburg über den Atlantischen Ozean quer durch den alten deutschen Kolonialbesitz in Afrika bis zu den japanischen Inseln geführt hat und die wir mit Stolz als eine Pionierarbeit im Dienste des deutschen Kolonialgedankens ansprechen dürfen. Die Ortsgruppe Hamburg des Deutschen Kolonialbundes ist sich bewusst, Albrecht Froben, dem Hamburger Senatorensohn, dem der Weltfahrer seit Generationen im Blute steckt, kein sinnvolleres Zeichen der äußeren Anerkennung überreichen zu können als die ganze Welt. Hier bin ich das erste Mal an Land gegangen, in Portugiesisch-Guinea. Dann quer durch den Sudan, unsere alten Kolonien Togo und Kamerun, Belgisch-Kongo, Somali. Die Koffer sind gekommen. Sollen Sie hier rein? Ja, lassen Sie mal reinrollen. Machen Sie mal den großen schwarzen auf. Hier der größte Schlüssel ist es. Dann wieder rauf aufs Schiff. Nach Ceylon. In Ceylon, da bin ich 4 Wochen geblieben, weil da ja unser Haupt-Tetepol ist. Dann wieder weiter an Singapur vorbei. Philippinen. Japan. Ja, die letzte Station hast du bei mir zuliebe eingelegt, was? Auch das nicht gerade, aber ich kenne doch deine Leidenschaft für Ostasien. Ich habe dir auch was mitgebracht, was dich sehr interessieren wird. Hm? Ist ja ganz schön, wie die Herren mich heute geehrt haben. Aber im Grunde genommen ist es doch keine Angelegenheit mehr, heute solch eine Reise zu machen. Hast du schon was geleistet? Das ist schon eine ganz große Sache, die du da gemacht hast. Schließlich sind das ja alles Verbindungen, die du wiederhergestellt hast, die im letzten Jahr schon gar nicht mehr für Deutschland bestanden haben. Oh ja, zurückerobern ist immerhin etwas schwieriger, als drauf hocken bleiben. Ein japanischer Krieger. Aus dem Shogunat der Ashikaga. So um 1500. Na siehst du, ich war da, aber du weißt besser Bescheid als ich. Aber jetzt werde ich dir etwas zeigen, was dich ganz besonders interessieren wird. Ein schöner Buddha. Das ist doch kein Buddha, hat doch 11 Köpfe, das ist eine Quanon. Die 11-gesichtige Quanon. Ja, oder Quanon ist ja ungefähr dasselbe. Nein, das ist noch ganz was Besonderes. Eine besondere Gottheit. Eine Göttin. Die buddhistische Göttin der Barmherzigkeit. Die 11-gesichtige. Der Legende nach eine Prinzessin, die ihre Tugend gegen alle Anfechtungen zu bewahren wusste. Und dann passt sie ja zu dir. Darf sie dir schenken, ja? Albrecht, du weißt gar nicht, was du mir damit für eine Freude machst. Ich schreibe doch gerade an einem Buch über Ostasien, das den Kult der alten Japaner bis zum Kult des Shintoismus behandelt. Nur das hier ist wohl nicht so sehr interessant für einen Kunsthistoriker und Gelehrten, hm? Kimono, für wen soll der sein? Hm. Wird sich schon eine finden. Albrecht, Albrecht, du bist jetzt ein berühmter, würdevoller Mann. Darfst dir solche Geschichten nicht mehr leisten. Stellung verpflichtet. Hoppla, hoppla, Penny Money und Slips. Das Schönste am Leben ist das Private, sagte schon der alte Hummel. Und wenn du glaubst, dass ich mir nehmen lasse, ein paar Abende mit so einem süßen Hamburger Mädchen so auf der Alster umzukommen wie du, dann irrst du dich. Sag mal, ist das nicht Octavia? Mhm. Du, dem Onkel Senator, musst du übrigens sofort einen Besuch machen. Ach, wie geht's ihm denn? Treibt er immer noch seine humanistischen Studien? Liest er immer noch Horaz und Virgil? Also wenn ich mir vorstelle, wie man heutzutage seiner Tochter einen lateinischen Namen geben kann. Octavia. Was macht sie denn? Die ist, was sie immer war. Das Schönste, was die Alster je gesehen hat. Wo ist denn das Bild her? Das hat sie mir geschenkt. Oh ja, aber das passt doch gar nicht in einen buddhistischen Laden. Das muss passen. Ach so. Ist sie schon verheiratet? Nein. Traut sich wohl keiner ran? Ja, ja, ist ganz recht, ist es schon so. Ach, sieh mal an. Die 11-gesichtige Quanon. Hm. Die Prinzessin, die gegen alle Anfechtungen ihre Tugend zu bewahren weiß. Naja, also, hingehen musst du aber doch zum Haus an der Elbe, auch wenn sie einen lateinischen Namen hat. Sind die Herrschaften verreist? Nein. So, ich dachte, weil die Jalousien geschlossen sind. Die Herrschaften lieben die grelle Sonne nicht. Aber Herr und Frau Senator sind ausgefahren. So. Ach, dann geben Sie den Herrschaften bitte meine Karte, wenn Sie zurückkommen. Soll ich Sie vielleicht dem gnädigen Fräulein melden? Ach, Fräulein Octavia spielt Klavier? Ja, bitte, tun Sie das. Ja, bitte. Thank you.
Eine dieser Stunden wird deine letzte sein. Octavia! Nun, eine Rückkehr nach dreijähriger Irrfahrt? An Rückkehr habe ich eigentlich nicht gedacht, Octavia. Mehr an ein flüchtiges Hiersein. Ist das ein Unterschied, Albrecht? Ja. Rückkehr, das klingt so, als wenn man von jemand erwartet würde. So. Ja, darf ich dich zu mir hinaufbitten? Sehr hübsch hast du es hier. Und viel freundlicher als in der alten Halle da unten. Auch hier lässt sich's leben. Schön. Wirklich sehr schön. Und die Uhr, die ist mir auch sympathisch als die da unten. Die erinnert einen nicht gleich so an die eigene Vergänglichkeit. Und die gute alte Uhr. Die hat unser Großvater schon gehabt. Na, der Urgroßpapa wird sie wohl auch schon gehabt haben. Ich weiß nicht. Ich sehe sie schon gar nicht mehr. Ja. Das, was man in der Kindheit immer gesehen hat, das, womit man aufgewachsen ist, das sieht man nicht mehr. Aber wenn man eine Weile weg war, dann sieht man es wieder. Und zwar mit neuen Augen. Macht das Weltfahren so nachdenklich? Nein, man bekommt nur einen Abstand, Octavia. Alster-Regatta. Das ist mein Trostpreis vom letzten Jahr. Mehr hat Matthias nicht rausholen können. Ist wohl mehr ein Gelehrter als ein Sportsmann. Riskiert wohl nicht genug. Na, vielleicht ist auch die Jolle nicht wendig genug. Zu solide konstruiert, was? Altes Hamburg. So ein ganz anderes Dasein, das ich hier wiederfinde. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Trinkst du einen Schluck Kaffee mit mir? Ja, gerne. Darf ich einen Sessel holen? Danke, du nein. Ich sitze hier immer auf dem Boden. Du hast vorhin Klavier gespielt. Das ist meine ganze Leidenschaft. Das ist mein Leben. Sonntag sitzen wir alle unten zusammen. Wir haben ein Quartett. Der alte Sanitätsrat Herr Boben spielt die erste Geige. Matthias die Bratsche und wenn Papa Zeit hat, er selber das Cello. Nicht? Danke, Schwarz. Also die Ruhe, mir ein Quartett anzuhören, die habe ich schon lange nicht mehr. Das war doch nie dein Element. Du brauchst Wind und Wellen, Sonnenglut und Sonnenlust. Ja. Wind und Wellen, Sonnenglut und Sonnenlust. Octavia würde sagen, jetzt bin ich in meinem Element. Na, der lateinische Name, über den du dich neulich so geärgert hast, fällt aber schon reichlich oft einmal dir nach. Ich wollte nur mal so, wie die Matrosen sagen, für eine Stunde an Land gehen. Und nun sitze ich fest. Tja, du bist nicht der Einzige, der die Sehnsucht nach diesem Glück hat. Das möchte manche erobern. Du etwa auch? Ich lass mich von dir doch nicht ausfragen. Aber du bist bestimmt nicht der Richtige für sie. Du bist wohl eifersüchtig. Ach, darum ihr Bild in deinem Zimmer. Also doch etwas mehr als verwandtschaftliche Gefühle. Albrecht, wenn du schon darüber redest, bitte nicht so. Liebst du sie? Ich habe keinen Anspruch auf ein so großes Glück. Oh. So bescheiden bist du? Nee. Bescheidenheit, das ist nichts für mich. Oder habe ich etwa auch keinen Anspruch auf sie? Ach du, du bist doch anders als ich. Aber ich warne dich, du würdest dich langweilen in Octavias Stille. Du bist doch ein Abenteuer, brauchst immer neue Spannungen. Aber Spannungen, die gibt's nicht bei Octavia. Überhaupt nicht im Hause Senator. Da ist ein Tag wie der andere, mein Lieber. Du würdest dich langweilen. Glaub mir. Und selbst deine größte Liebe, die würde dir nichts nützen. Ich warne dich. So, du warnst mich. Wer sagte übrigens, dass ich sie liebe? Na, du sagst es doch mit jedem Wort. So. Jedenfalls werde ich sie fragen. Was willst du sie fragen? Octavia, willst du meine Frau werden? Ja. Auch keines Armes Länge darf mehr zwischen uns sein. Thank you.
Siehst du, Albrecht? So sitzen wir hier jeden Sonntagvormittag. Es ist gewissermaßen die geistige Vorspeise für unseren Sonntagsbraten. Wir haben noch ein Stündchen Zeit bis zum Essen. Lies uns etwas, Papa. Also, was wollt ihr hören? Vielleicht eine Dionysos Dithyrambe von Nietzsche? Eine was? Eine Dionysos Dithyrambe. Aha. Albrecht kennt das nicht. Na, hört ihr's mal an. Die Schönste, die Sonne singt. Das ist Nietzsches Todesahnung, eines der tiefsten Gedichte, die je geschrieben wurden. Die Sonne singt. Nicht lange durstest du noch, verbranntes Herz. Verheißung ist in der Luft. Aus unbekannten Mündern bläst's mich an. Die große Kühle kommt. Die Luft geht fremd und rein. Schielt nicht mit schiefem Verführerblick die Nacht mich an. Bleib stark, mein tapferes Herz. Frag nicht, warum. Heiterkeit, Hülle, komm. Du des Todes heiligster, süßester Vorgängs. Lief ich zu rasch meines Wegs. Jetzt erst, wo der Fuß müde ward, holt dein Blick mich noch ein. Holt dein Glück mich noch ein. Siebente Einsamkeit, nie empfand ich näher mir süße Sicherheit. Wärmer der Sonnenblick. Glüht nicht das Eis meiner Gipfel noch? Silbern leicht ein Fisch schwimmt nun mein Nachen hinaus. Sehr schön. Ja, sehr schön. Aber ich finde es furchtbar. Was findest du furchtbar? Das Gedicht? Nicht etwa deinen Vortrag, Papa, aber... Was gefällt dir denn nicht, Albrecht? Ach, du brauchst gar nicht zu überlegen, zu lächeln, Matthias. Anscheinend hältst du mich für zu dumm, das Gedicht zu verstehen. Aber Albrecht, warum bist du denn so gereizt? Ja, willst du dich nicht äußern, Albrecht, warum du plötzlich Nietzsche scheußlich findest? Bitte, ich lass mich gerne belehren. Das ist ein Missverständnis, entschuldigt bitte. Ich habe doch gar nicht die Absicht, euch zu belehren, Papa. Ja, warum findest du es denn nun furchtbar, Albrecht? Darum. Aber Junge, mach doch die anderen Fensterläden auch auf, wenn es dich stört, dass du im Dunkeln sitzt. Mit Nietzsche haben doch die Fensterläden nichts zu tun. Doch, eben doch, leider. Ein Mensch soll mir sagen, welchen Grund ihr dafür habt, euch sonntags vormittags hier hinzusetzen und gemeinsam traurig zu sein. Bitte nichts gegen das Gedicht. Aber ihr macht die Fensterläden zu und sagt, die Sonne singt. Albrecht, ich bitte dich. Und draußen scheint die Sonne. Albrecht, ich bitte Matthias, unterbricht mich mal einen Augenblick lang nicht. Ihr habt mich gefragt, was ich furchtbar finde. Bitte, seht da raus. Seit 3 Stunden sitzen wir jetzt hier und unterhalten uns über philosophische Dinge. Spielen Nocturnos, Nachtstücke von Chopin und lesen Gedanken eines Genies vor seiner Umnachtung. Und das soll ein Sonntagmorgen sein? Es war ja gar nicht die Todesahnung allein. Es war ja der Wahnsinn, den er ahnte, ehe ihm die Sonne sang. Nacht, 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 immerzu Nacht. Und Tod. Und draußen scheint die Sonne. Sag mal. Findet ihr das nicht gespenstisch? Seid mir nicht böse. Aber ich kann da nicht mit. Tut mir leid. Tja. Armer Octavia. Es ist schon schlimm mit mir. Du wirst schon noch deine Not mit mir haben.
Aber wir können uns das doch später machen, wie wir wollen. Oder vielmehr natürlich, wie du willst, Albrecht. Hm. Du hast noch eine Stunde Zeit bis Mittag. Komm, berücken aus. Du kannst, ja. Wird dir auch keiner übel nehmen. Aber ich muss doch hier bleiben. Wir haben doch Gäste. Hm. Zieh dich um und ruder ein bisschen raus zum Segelboot und leg dich auf die Planken. Da hast du deinen Wind und deine Wellen und deine Sonnenglut. Na schön. Neugierig auf die Lösung dieses Zaubers. Wir sind jetzt schon sehr weit draußen. Wenn Sie keine Nixe sind, deren Leib in einem Fischschwanz endet, wird es langsam gefährlich. Können Sie denn überhaupt so weit schwimmen? Ich werde jetzt umkehren. Und Sie werden mir nicht folgen. Sie meinen einer wirklichen Nixe nicht folgen. Name. Els Kling. Eigentlich Els Kling. Aber alle nennen sie nur Els. Ist die Schwedin? Aus Finnland ist sie, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Aus dem Norden ist sie jedenfalls. Ihr Stiefvater hat ihr vor seinem Tod das Haus da drüben geschenkt. Aber sie ist nur selten hier. Sie ist wie ein Zugvogel. Kommt, baut sich an und eines Tages ist sie dann wieder davon. Ein paar Monate im Jahr ist sie immer in ihrer Heimat, im Land der tausend Seen, nennen sie es ja wohl. Ja, und im Winter, da ist sie irgendwo im Süden. Im fernsten Süden, Afrika oder so. Sie hat überhaupt eine sehr, wie soll ich sagen, ungebundene Lebensweise. Oh Gott, du weißt ja, was man so spricht. Genau, das weiß ich ja auch nicht. Els. Klingt eigentlich ganz hübsch. Passt auch gut zu ihr. Passt auch gut zu der Nixe, die in deinem Kielwasser aufgetaucht ist. Ich kann nicht viel mit dir anfangen. Ich konnte nie ganz mit dir mit. Schade eigentlich. Ich glaube, sie ist ein nettes Wesen. Verkehrt ihr eigentlich mit eurer Nachbarn? Ach Gott. Erstens wohnt sie da allein und dann, du weißt doch, wie das bei uns ist. Man kennt sich hier nicht, auch wenn man Zaun an Zaun wohnt. Hier ist jedes Haus eine Welt für sich. Schon immer so gewesen und wird auch so bleiben. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich schulde Ihnen noch Dank für Ihre Schleppdienste. Oh bitte, gern geschehen. Oder verlangen Sie auch einen Lohn? Na, wenn es Ihnen gleich ist, dann nehme ich natürlich schon lieber einen Lohn. So, was für einen Lohn möchten Sie denn? Na, zum Beispiel, einmal mit Ihnen ausreiten zu dürfen. Ach, mein seelisches
mal mitreiten zu dürfen beim Derby. Ja, das ist ja Gott sei Dank noch Männersache. Aber schön wär's schon. Auf Sie würde ich Sieg und Platz setzen. Platz? Das ist nicht sehr galant. Wenn schon, dann nur Sieg. Das höchste Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Das sagen Sie? Ich denke, Ihre Passion ist das Segeln. Ja, aber da ist man vom Wind abhängig, Fräulein. Na, nix was. Ja, wie darf ich Sie denn eigentlich nennen? Ach, nennen Sie mich ruhig Els, wie die anderen das tun. Dann nahm ich mich auch eine liebe Erinnerung. Den habe ich von meiner Mutter. Els. Darf ich Sie auf Ihren Frühritten begleiten? Els? Natürlich nur so lange, bis Sie meiner überdrüssig sind. Mit dieser Einschränkung bin ich jetzt zufrieden. Also gut, auf Wiedersehen. Morgen früh um 6. Aber um 8 muss ich wieder zurück sein, da beginnt mein Tag. Na, mach das hier rein, ihr Strolche. Hey, dann. Ach, Sie warten auf mich. Was sagt man dazu? Na, jetzt wollen wir aber erst mal sehen, was der Puls zu Ihrer Galoppade sagt. Machen Sie doch nicht so ein ernstes Gesicht, Sanitätsrat. Mir geht's doch glänzend. Der Puls sagt nein. Ganz deutlich nein. Ich habe Ihnen doch verboten, zu baden, zu reiten, überhaupt herumzutollen. Ja, setzen wir uns. Warum hören Sie nicht auf mich? Kollege Wildbrand hat ein Blutbild von Ihnen gemacht. Ich muss Ihnen gestehen, es sieht nicht gut aus. Es geht Ihnen nicht so glänzend, wie Sie sagen. Aber so lassen Sie das doch. Ich glaube, die Ärzte wollen einen immer ein bisschen kränker machen. Davon leben Sie ja. Seien Sie mir nicht böse, Sanitätsrat. Na, ich pflege meinen Kranken meist meine Sorgen, um sie zu verheimlichen. Denn sie müssen sich ja erst gesund fühlen, um gesund zu werden. Aber bei Ihnen darf ich nicht so an und freund sehen. Denn Sie sind unvernünftig. Ich weiß ja, was mit mir los ist, Herr Sanitätsrat. Ich weiß es, glaube ich, besser als Sie. So? Was wissen Sie denn? Wie lange habe ich noch zu leben, Herr Sanitätsrat? Ja, also auf eine so direkte Frage war ich nicht gefasst. Aber die kann Ihnen ja auch niemand ernsthaft beantworten. Jedenfalls glaube ich, dass wenn Sie vernünftig sind... Und wenn ich unvernünftig bin? Ja, wenn Sie unvernünftig sind. Wollen Sie denn unvernünftig sein? Ich will leben. Ich will nicht vegetieren. Ich will mir nicht bei allem überlegen, ob ich es nun darf oder ob ich es nicht darf. Lieber will ich kürzer leben. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob einer nur 25 Jahre oder 26 wird. Aber von diesen 25 Jahren will ich wenigstens was haben. Ich habe es doch selbst bei meiner Mutter jahrelang mit angesehen, wie sie eine Medizin nach der anderen nahm, wie sie immer nur schonte. Das war nun ihr Leben. Wie sie von einem Sanatorium ins andere ging und künstlich ihr Leben verlängert und letzten Endes nichts davon hatte als ein verlängertes Leiden, eine verlängerte Qual. Was haben Sie denn für eine Qual, die Sie verlängern müssen? Haben Sie Schmerzen? Eben nicht. Und darum bin ich so eine schlechte Patientin. Sehen Sie, die Natur hat das sehr weise eingerichtet mit den Schmerzen. Schmerzen schützen uns vor dem Verfall. Schmerzen sind oft das Lebenselixier. Diesen natürlichen Schutz haben Sie nicht, Freund von denen. Und darum vergessen Sie ganz, dass Ihnen das Schicksal schon einmal sehr deutlich gewinkt hat. Kennen Sie meine Dogge Peer, die dänische Dogge, die silbergraue? Na, Sie haben so viele Hunde, Freund von denen, sehen Sie, dass ich... Aber nur einen Peer. Mir war er der liebste von allen. Aber als er krank war und sein Leben nicht mehr genießen konnte, da habe ich ihn getötet. Mein Gärtner konnte es nicht, er brachte es nicht über das Herz. Und in einer Tötungsanstalt wollte ich es nicht bringen. Es sollte bei mir sein. Ich war barmherziger. Also entschuldigen Sie, Frau Sodin, das ist kein Gespräch für einen Arzt. Mein Beruf ist es, die Menschen gesund zu machen und sie so lange wie möglich am Leben zu halten. Und darum sage ich Ihnen, lassen Sie das reiten. Man weiß es doch. Erst erhitzen, dann plötzliche Abkühlung und schon ist die schönste Erkältung da. Und die können Sie sich nicht leisten. Seien Sie barmherzig mit sich selbst. Mama weint. Es wird zu viel für dich, Elskling. Nachher schläft mir das Kind wieder. Komm, Susanne.
Elskling, du bist doch eine unvernünftige Person. Ja, das hat mir der Arzt schon auch eben gesagt, aber glaubst du, es ist so leicht für mich wie für euch vernünftig zu sein? Ich lebe doch unter anderen Gesetzen. Deine Mutter. Wie deine Mutter. So wird es wohl sein. Aber ich habe immer gehofft, dass ich mal mein Kind bei mir haben werde und dass es nicht so unter fremden Leuten aufwachsen würde wie ich. Fremde Leute? Ach, Ditta. Sei mir nicht böse. Du bist meine Arme gewesen. Und ich habe sogar lange geglaubt, dass du meine Mutter bist. Du bist ja auch immer wie eine Mutter für mich gewesen. Jetzt bist du es eben für Susanne. Na, siehst du. Ich denke mir nur oft, ich habe meinen schönen Garten, mein schönes Haus. Warum kann ich mein Kind nicht bei mir haben? Einer kranken Mutter, das haben wir doch beide erlebt. Wir haben uns doch vorgenommen, dass wir das nicht wieder versuchen. Am meisten leidet doch das Kind der Mutter. Ja, ja. Das hätte ja auch gar keinen Sinn. Kaum bist du da, dann schließt du das Haus wieder ab und ziehst nach dem Süd oder nach dem Norden und dann muss es wieder raus aus dem Haus. Oder willst du es überall mitschleppen? Das ist doch nichts für ein Kind. Das muss doch sein geordnetes Leben haben. Ach, Elskling, wir wollen doch die alten Sachen nicht immer wieder besprechen. Du weißt doch, dass es nicht geht. Susanne entbehrt hier nichts, Elskling. Solange ich lebe, entbehrt sie nichts. Und warum willst du dich ins Gerede bringen? Das hat doch auch keinen Sinn. Ach, das... Das ist mir doch gleich. Aber es geht doch niemandem etwas an. Es muss doch nicht sein. Ja, es ist wohl das Beste. Aber wenn ich wieder gesund bin, dann bauen wir uns ein Haus am Meer. Ganz dicht am Strand, dass wir immer nur das Meer sehen. Und dann werde ich für Susanne ein Pony kaufen. Und dann werden Pony? Pony? Schon verrücktes, wildes Tier? Nee, also das sieht ihr wieder gleich. Und ich muss dann wieder Angst aufstehen, wie damals bei der kleinen Elskling, wenn sie zu wild losgaloppierte? Nee. Ja, siehst du, und du wirst wieder weinen und wieder schreien und wir werden gar nicht auf sich hören. Ja, muss es denn immer so sein? Ja, es muss immer so sein. Es ist immer so, dass man um das Liebste zittern muss. Ein Glühwein? Das ist wohl das Beste. Eine Glühwein? Das heißt zwei. Ich erzähle nichts. Zwei! Zwei Glühwein. Ein kleines Abenteuer macht das Leben interessanter. Gucken Sie sich mal das Gesicht ein bisschen haben, die Hände. Nein, noch nichts, so schadet das Wasser ja nichts. Ich habe gestern gehofft, als ich wieder rausfuhr mit meinem Boot, dass ich Sie treffen würde. Ich habe die ganze Elbe abgesucht. Mit der Nixe ist es ja nun vorbei. Wenn man erst weiß, wie die Nixe heißt, dann ist es aus mit dem Zauber. Aber wenn sie Eels heißt? Eels ist doch kein Name. Schön warm. Na, sehen Sie, sie frieren. Nein, aber trotzdem herrlich warm. Bleiben Sie diesmal länger in Hamburg? Warum? Ich habe gehört von Fräulein Frohm, dass Sie hier immer nur vorübergehend auftauchen. Nein, diesmal wird es etwas länger dauern. Ich bin in Behandlung bei einem Spezialisten. Sie werden ihn kennen, Sanitätsrat Herr Boben. Das hätte ich nun für kerngesund gehalten. Sehen Sie, so kann man sich täuschen. Aber im Grunde bin ich auch gesund. Nur ein Überbleibsel aus den Tropen, was mich hin und wieder ein bisschen belästigt. Na, was haben Sie aber auch in den Tropen zu suchen? Na, hat man Ihnen noch nicht erzählt, dass ich ein Zugvogel bin? Ja, ja, das habe ich schon gehört, dass Sie ein Zugvogel sind. Haben Sie das gemacht, Els? Ach, hier so aus dem Stand ins Zentrum zu treffen, ist ja keine Kunst, Fräulein Froben. Vom Pferd aus, im Galopp, das ist schon was anderes. Thank you.
plötzlich die... So waghalsig, sonst muss ich Ihnen ja nachkommen. Das gemacht, Nils. Aber leichtsinnig sind Sie doch. Warum? Das Pferd scheute doch vor der Brandung. Wenn es ihn nun abgeworfen hätte im Wasser, dann können Sie doch ganz leicht unter die Hufe kommen. Ach, das ist nicht so schlimm. Nicht schlimm? Wenn das Pferd nervös wird, kann es Sie doch erschlagen. Dann bin ich eben tot, Herr Froben. Das ist doch nicht schlimm. Mal muss es ja sein. Aber hören Sie, spricht man so vom Tod in Ihrem Alter? Ach, aufs Alter kommt es ja dabei doch nicht an. Man ist ihm immer nahe dem Tod. Und es ist auch ganz gut, wenn man ihm ab und zu ein bisschen zulächelt und sagt, du bist mein Freund, du kommst, wenn ich nicht mehr weiter kann. Was reden Sie denn da? Ich denke, Sie haben doch wohl noch ein bisschen Zeit, ehe er Sie in seine kalten Arme nimmt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, das kann man nicht wissen. Sehen Sie den Regenbogen? Die Brücke, die... hinüberschwingt. Wer weiß denn, wie bald wir sie beschreiten müssen. Hier ist mein Lieblingsplatz, hier am Leuchtturm. Heute ist hier schön, aber im Herbst, wenn die Zugvögel aus meiner Heimat kommen, dann ist es hier traurig. Ach, warum denn? Ja, dann fliegen sie gegen den Leuchtturm, weil sie ihn für die Sonne halten. Und am Morgen liegen sie mit zerschmetterten Schädeln am Boden. Manchmal in ganzen Scharen. Ein trauriges Bild. Scheußlich. Aber Ailes, Sie sind doch so voll Leben und Glück. Es passt doch gar nicht zu Ihnen, dass Sie hier bei Wind und Wellen und Sonnenglut an den Tod denken. Meinen Sie? Woran soll ich denn denken? An Sie? Ja, ich denke nur an ihn, nur an Albrecht Froben. Du bist die Einzige, die das weißt, Grolle. Aber du sagst es ja auch niemand weiter. Du gingst mit mir in deinen weichen, leicht beschwingten Trab, in dem du mich immer so leicht trägst. Und ich muss es wohl sehr oft zu mich hingesagt haben. Albrecht Froben, Albrecht Froben. Ich merkte das gar nicht. Erst als ich sah, wie du deine Ohren spitzest und auf mich hörtest, dann hörte ich auch, wie ich immer sagte, Albrecht Froben, Albrecht Froben. Ich wollte das gar nicht. Ich ging mit dir im Galopp. Mit deinem Hufschlag wollte ich das alles übertönen. Aber es wurde immer wilder, je wilder wir wurden, wir beide. Ach, Grolle, es ist gut, dass du da bist. Damit ich es wenigstens einem einzigen sagen kann, wie oft ich an ihn denke. Und das Verstummen ist so schwer. Besonders, wenn man eine Frau ist. Du denkst an die anderen. Nicht an Octavia, nur an die anderen. Wie kommst du denn darauf? Das sehe ich doch deinem Gesicht an. Kennst du denn mein Gesicht so gut? Das hoffe ich. Das heißt, im Augenblick fürchte ich es. So. Albrecht, ich muss dir mal was sagen. Ich finde es... Ich finde es unmöglich, sehr schwer, da die richtigen Worte zu finden. Vielleicht darf ich dir mal ein Beispiel klar machen, was ich meine. Man kann
Eine Quanon und ein flatterleichtes Kimono in einen Koffer packen, aber nicht in ein Leben. Das hast du ja großartig formuliert. Quanon und Kimono. Bist ja ein Dichter. Du kennst doch Ailes gar nicht. Also tu mir einen einzigen Gefallen und nenn ich immer diesen Kosenamen. Ist ja lächerlich, das nennen sie alle so. Sie heißt Flordeen, Fräulein Flordeen. Schließlich existiert sie ja auch auf dem Einwohnermeldeamt. Das ist ja nicht bloß ein Fabelwesen. Aber Octavia nennen sie ja sogar so. Du nimmst Anstoß daran, dass ich für sie einen Namen benutze, den aller Welt gebraucht. Ich aber finde es unglaublich, dass du sie und Octavia auf eine so alberne Weise vergleichst, wie du es eben getan hast. Quanon und Kimono. Man kann die beiden überhaupt nicht miteinander vergleichen, da tut man beiden Unrecht. Octavia ist eben himmlisch und Ailes... irdisch, nicht wahr? Ja, irdisch, wenn du willst. Du bist wohl jetzt sehr stolz auf deine Freunde. Na also, und wir wissen doch genau, dass uns die Erde näher ist als der Himmel. Aus Erde sind wir gemacht. Man braucht den Himmel nicht aufzugeben, weil man die Erde liebt. Nee, man braucht es nicht, aber man tut es zuweilen. Selbst auf die Gefahren, dass du mich wieder albern findest, es hat doch was zu besagen, dass du deiner Segelleidenschaft untreu... entschuldige bitte das Wort untreu... und plötzlich ein passionierter Reiter geworden bist. Solltest wieder anfangen zu arbeiten, hast lange genug für ihn gemacht. Kommst bloß auf dumme Gedanken. Sag mal, Matthias, zweifelst du an meiner Liebe zu Octavia? Das will ich nicht, um Octavias willen will ich das nicht. Und darum sage ich dir als Freund, begib dich nicht in Gefahr. Selbst wenn du nicht daran umkommst, denk an Octavia. Weiß Ihr Vetter, dass Sie bei mir sind? Nein, ebenso wenig wie meine Cousine Octavia. Ach, es ist also lediglich Ihre Besorgnis erflogen. Ja, Octavia scheint von dieser Sorge glücklicherweise noch nichts zu wissen. Sie sprechen über Dinge, also ich würde mich scheuen, Sie bei Namen zu nennen. Wissen Sie nicht, dass es sehr gefährlich ist, Schicksal zu spielen? Sie haben etwas ausgesprochen, was zwischen Herrn Froben und mir behutsam verschwiegen wurde. Man sollte nicht alles aussprechen. Das kann schlimme Folgen haben. Jedenfalls hielt ich es für meine Pflicht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich durfte allerdings nicht hoffen, Fräulein Flodin, dass wir uns verstehen würden. Sie können natürlich meine Gefühle für die Familie Froben nicht teilen. Warum wenden Sie sich dann an mich und nicht lieber an Ihren Vetter Albrecht? Das habe ich bereits getan. Und? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit etwas erreicht habe. Und Sie glaubten, bei mir mehr zu erreichen? Sie irren sich, Herr Froben. Wenn es so wäre, wie Sie es vermuten, dann sollten Sie sich hüten, gerade solchen Empfindungen zu nahe zu treten. Sie sollen wissen, dass ich für mein Glück kämpfen würde. Also Kampf. Gut. Es kommt nun darauf an, wer der Stärkere ist, Fräulein Flodin. Und Sie müssen wissen, Albrecht liebt Octavia und sie wird seine Frau. Das Paar wird von hier fortziehen. Und ich hoffe, dass die räumliche Entfernung Ihnen Veranlassung geben wird, sich auch innerlich von Albrecht zu trennen. Er war ja auf einmal geradezu wie versessen auf die Arbeit. Er wollte ja nicht mal auf die Hochzeitsreise. Auf alles hat er verzichtet. Wir konnten gar nicht schnell genug nach Düsseldorf kommen. Fühlst du dich denn wohl hier im Hotel, Octavia? Ich glaube ja nicht, dass wir lange in dieser Stadt bleiben. Ach, dann kommt Albrecht gar nicht dazu, eine Wohnung zu suchen. Doch, er schickt mich immer. Ich habe ja schon vieles angesehen. Aber wenn ich an unser Haus an der Elbe denke, dann kann ich mich nicht entschließen. Klingt nicht sehr glücklich, Octavia. Ich bin so glücklich, wie es Albrecht ist. Und ist Albrecht glücklich? Er hat seine Arbeit. Und dann gibt's hier viel gesellschaftliche Verpflichtung. Ach du, der muss ja so viel mitmachen. Ich könnte jeden Abend auf eine Gesellschaft gehen oder auf ein Fest. Aber du kennst mich ja. Tja, niemand kann über seinen Schatten springen. Das wird's wohl sein. Aber ich gehe auch mit. Du siehst ja heute Abend. Ich freue mich sogar darauf. Die Rutschbahn heißt das Fest. Ich habe mir sogar eine Maske besorgt. Ihr werdet mich nicht mal erkennen. Eine Maske? Octavia mit einer Maske? Also wir machen das ganz ordentlich. Wir gehen zu verschiedenen Zeiten hin. Keiner weiß vom anderen, was er anhat. Und auf dem Ball müssen wir uns dann suchen. Aber dir werde ich meine Maske zeigen. Albert wird ja nichts dagegen haben, wenn du an meiner Seite bleibst. Ja, war sowieso ein bisschen unheimlich dabei zumute, allein dorthin zu gehen. Octavias Maske? Ja. Bist du jetzt entsetzt über mich? Nein, im Gegenteil. Ich find's wunderbar, dass du mitmachst. Octavias Maske. Thank you.
Aber Octavia, so bist du doch nicht finden. Du hast ja noch einen ganzen Abend Zeit. Du, Octavia, meinst du, dass es erlaubt ist, dieses entsetzliche Ding hier abzunehmen? Behalt's doch auf. Ich find's auch ganz gut, so eine Maske. Dann bleibst du doch ein wenig in Kognito. Fühle, dass du an mich denkst. In der Nacht sind die Seelen verbundener als am Tage. Oder ist es nur meine Sehnsucht, die mich belügt? Ich wollte um dich kämpfen, aber ich darf dich, Octavia, nicht fortnehmen. Ich weiß ja, wie viel Glück ich hier nehme. Ich hoffe, dass ich die Kraft habe, dir immer zu verschweigen, wie unendlich ich dich liebe. Aber hier in meinem Tagebuch darf ich es dir sagen. Jede seiner Seiten soll von dieser Liebe sprechen. Denn sie allein erfüllt meine Tage. Gute Nacht, Geliebter. Du kannst ihn natürlich unter der Maske und unter dem Domino nicht erkennen. Aber an seiner Gesellschaft glaubst du zu erkennen, ist es nicht so? Komm. Sag mal, was suchst du eigentlich, schöne Maske? Suchst du was Bestimmtes? Oder ob du noch zu haben willst. Keine Demaskierung, bitte. Die kommt erst um 12. Schade. Octavia. Octavia. Sie irren sich, mein Herr. Augenblick, bitte. Danke. Trink, Octavia. So sicher sind Sie? Unter Tausenden würde ich dich erkennen, Octavia. Etwas mehr Distanz, mein Herr. Komm, Matthias. Matthias. Noch verstellen ist nicht deine Stärke, Octavia. Aber einmal, wer immer du sein magst, mit mir auf die Rutschbahn. Das ganze Leben ist eine Rutschbahn. Komm. Die Beine in die Hand. Eine Frau küssen dürfen. Ich weiß doch hier niemand, dass ich deine Frau bin. Ja, ich sehe auch nicht, dass du unter deiner Maske errötet bist, Octavia. Einmal im Jahr, wenn Fasching ist, legen wir allen Ernst und alle Würde und was sonst noch drum und dran hängt ab und schlüpfen in die Narrengewänder. Doch köstliches afterrheinischen Rebe soll die heiklen Geister des Lebens erwecken. Unsere rheinischen Rebe, die seit Jahrhunderten schon an den sonnigen Ufern des Rheines gedeihen. Hier sind der Schönheit schon unzählige Feste gefeiert worden. Und den Triumph der Schönheit wollen wir nun auch den Schuldigen Tribut zollen. Für die Schönste unserer Masken haben wir nun auch das Schönste, weil an den schönen Ufern unseres schönen Rheines gedeiht. Ein Fässchen alten Rüdesheimer Wein. Ah. So Kredenzchen stemmt das erste Glas dieses leckeren Tropfens auf die schönste unserer Masken, der die Jury heute einstimmig den ersten Preis zuerkannt hat, der goldenen Maske im weißen Kleid. Thank you.
auf den Thron hebt. Er naht schon in seine närrische Herrlichkeit und kommt herunter zu uns Staub geboren. Das ist das Zeichen, wie man es gefällt. Sitzt schon im Wagen, wird schon nach Haus. Aber wie sieht denn das aus, Matthias? Ich habe doch eine Stellung hier. Doch unangenehm vor mir. Aber wieso? Denn hat sie doch niemand erkannt. Da wir sind doch die Masken da. Na ja, hast du auch wieder recht. Sag mal, Albrecht, mutest du nicht ein bisschen zu viel zu? Du, das musst du doch einsehen, das war doch rührend, wie sie heute gewesen ist. Wie sie alles mitgemacht hat, sogar Rutschbahn ist sie mit dir gefahren. Ja, und geschrien, hat sie geschrien, wie am Spieß. Na, also mehr kannst du doch gar nicht verlangen. Du, nur treibst aber nicht zu weit. Octavia! Ja? Ach, du liegst schon im Bett? Ich bin mit Matthias hier. Aber ihr solltet doch da bleiben. Siehst du, das wollte ich doch gerade nicht. Ich wollte doch eure Freude nicht stören. Aber du hast sie ja gar nicht gestört. Octavia. Du, wir feiern unser Fasching hier zu Ende. Ich habe Sekt drauf bestellt. Ist dir doch recht, Octavia, ja? Ich hatte schon Angst, du wärst böse mit mir, Albrecht. Du bist so lieb zu mir. Komm, geh schon. Geh zum Partier. Ich komme gleich. Schön. Na, steht sie noch mal auf? Ich habe ein schlechtes Gewissen, Matthias. Das kann dir vielleicht gar nicht schaden. Tja, jetzt müsste ich mich ja eigentlich bei euch entschuldigen, weil ich euch mit meiner Humorlosigkeit den ganzen Abend verdorben habe. Aber das hast du doch gar nicht, Octavia. Octavia, ich habe dir eine Eröffnung zu machen. Du? Auch das verdiene ich gar nicht. Ich will mich gar nicht besser machen, als ich bin, aber ich war wirklich böse, wie du weggelaufen warst. Aber Matthias, der hat mir die Leviten gelesen, hat mir gesagt, dass ich sehr egoistisch sei. Albrecht, das habe ich nicht gesagt. Ja, ja, nicht gerade das Wort, aber man hat ja schließlich auch Ohren. Du hast ja auch ganz recht so. Prost. Was dabei nun wohl rauskommt? Ist doch ganz klar, was dabei herauskommen muss. Wir packen unsere Koffer und fahren mit Matthias wieder nach Hamburg zurück. Hier haben wir doch sowieso nichts aufzugeben. Also, Octavia, das habe ich ihm nicht geraten. Übereil doch um Himmels Willen nichts. Du bist immer so sprunghaft, kannst einem Angst und Bange machen. Ja, also schön, dann im Frühjahr, aber sobald es irgendwie geht. Übersee. Das interessiert mich ja auch viel mehr als Binnenschifffahrt. Außerdem hat uns dein Vater das Haus fürs Frühjahr angeboten. Sie selbst fahren raus aufs Gut. Na, denk mal, Octavia. Das Haus an der Elbe. Aber Octavia, du sollst doch nicht weinen. Ich bin ja so glücklich, Albrecht. Wir kommen wieder nach Hause. Ich wusste gar nicht, dass sie noch in Hamburg müssen. Ich habe mir doch damals gesagt, sie führe wieder weg. Ja, ich erinnere mich auch nicht, dass sie je über Winter in Hamburg geblieben ist. Aber der Sanitätsrat Herr Boven meint, ihre Krankheit sei sehr hartnäckig. Vielleicht ist das der Grund. Ja, das wird wohl ihre alte Geschichte sein. Sie hat also ein Überbleibsel von der Tropenkrankheit. Woher weißt du denn das? Das hat sie mir mal erzählt. Merkwürdig, dass sie davon spricht, wo sie doch sonst mit so viel Geheimnis umgeben ist. Ich habe ja heute Morgen aus dem Gewächshaus die schönsten Orchideen abgeschnitten und mit einem Gruß von uns beiden rübergeschickt. Ist dir doch recht, ne? So, und jetzt gehst du reiten. Hoffentlich wird es dir nicht langweilig werden, so allein. Ich werde noch ein paar Reitstunden nehmen und dann begleite ich dich, wenn es dir recht ist. Du, ich weiß nicht, ob es richtig war, ihr Blumen zu schicken. Thank you.
Aber, außer Bett? Sie sind aber keine brave Patientin. Glauben Sie mir, Herr Sanitätsrat, es gibt keine bessere Medizin für mich, als wenigstens wieder einmal in den Garten hinunterschauen zu dürfen. Auf der Straße sehen zu dürfen. Ein bisschen Leben zu sehen. Und wieder mal ein Pferd. Es ist Ihnen nicht schlecht bekommen. Sie sehen besser aus. Na, da kann ich Ihnen vielleicht doch den Gang zum Fenster erlauben. Ne? Ach, der Gang zum Fenster macht mich auch nicht gesund. Ich müsste einmal in die Stadt hinunterfahren dürfen. Na, was wollen Sie denn jetzt in der Stadt? Na, jetzt wollen wir uns mal das Herz anhören, ja? Ich habe eine Pflicht, eine dringende Pflicht, Herr Professor. Ja, sehr richtig. Gegen sich selbst, gegen Ihre Gesundheit. Nicht nur. Ich habe nicht nur für mich zu sorgen. Ja, ich weiß. Susanne. Aber dir geht's doch gut, oder nicht? Doch, aber ich möchte raus. Wohl wieder aufs Pferd, was? Das auch. Nur noch ein paar Tage Geduld, wenn uns das Herz so weiterhilft. Meinen Sie, es ist das Herz? Ja, ich weiß ja nicht, was uns da so plötzlich zur Hilfe gekommen ist. Ich weiß. Wie mögen Sie wohl lieber als den Braunen? Ach, ich hab sie beide gleich lieb. Nur der braune Lahm. Ich glaube, ich muss nach dem Tierarzt schicken. Oder verstehen Sie etwas davon? Kannst mir ja mal ansehen. Die Hinterhand ist es? Ja, die linke. Wir haben eine Bandage umgelegt, aber ich glaube, es ist besser, wenn man die Bandage... Mein Freund. Und es wird schlimm. Schlimm. Warum hast du mich bloß nach Hamburg zurückgeholt, Matthias? Ich? Erlaub mal, ich habe wohl nicht richtig verstanden. Ich habe dich nach Hamburg zurückgeholt? Du hättest mir doch sagen müssen, dass Els noch hier ist. Das wusste ich doch gar nicht. Was geht sie mich denn an? Naja, das stimmt schon. Ist ja auch nur ein Ausflug, wenn ich dich anklage. Ich klage ja mich an. Aber das nützt mir ja alles gar nichts. Verstehe ich nicht. Du hast mir selber gesagt. Ach, gesagt. Du brauchst mich gar nicht daran zu erinnern. Was habe ich nicht schon alles gesagt? Das sage ich mir nicht selbst alles. Aber was nützt es mir zu wissen, dass Octavia unvergleichlich viel schöner ist? Edler und besser. Dass die Hoheit, die Gnade, der Adel in ihren Adern rollt. Was nützt es mir? Was nützt dir nichts? Nein, es nützt mir gar nichts. Nicht das Geringste. Das kann ich mir eben 100-mal sagen. Aber wenn ich bei Els bin, dann bin ich eben glücklicher. Es ist eben so, als ob immer eines Armes Länge zwischen Octavia und mir bleibt. So war es am Tag unserer Verlobung und so ist es heute. Das ist furchtbar, Herr Reuchten. Tja. Und ich liebe Octavia. Nein, mein lieber Albrecht, das gibt es nicht. So einfach darf man sich das nicht machen. Du bist ja schließlich ein Mann, mach doch schließlich einen Willen. Du kannst unmöglich eine Frau umarmen und von der anderen behaupten, dass du sie liebst. Aber ich hab sie nicht umarmt, Matthias. Aber es wird dann schon viel daran fehlen. Ich hätte nicht mit ihr sprechen dürfen, Matthias. Nein, wenn du mich zum Bundesgenossen gegen Octavia machen willst, nein. Ich weiß gar nicht, was du dir eigentlich von mir vorstellst, Albrecht. Wenn du schon wohl dir selber keine Achtung hast, so hab sie doch wenigstens für Octavia. Naja. Ich habe es ja immer geglaubt, Freundschaft kennt keine Grenzen. Und heute sehe ich ein, es gibt Dinge, die muss man mit sich alleine machen. Musik.
Na, antworte mir mal. Octavia, ich meinte es doch so ehrlich damals, als ich um dich warb. Und jetzt soll es ein Verrat gewesen sein? Es kann doch nichts Schlechtes sein, wenn es dir eine Kraft und eine Freude und einen Flug gibt, den ich nie an dir gesehen habe. Soll ich dich deshalb weniger lieben? Octavia, du bist so gut. So, so. Ja, ja, ich weiß. Es handelt sich aber um dich, nicht um mich. Octavia. Das ist so, so übermenschlich. Was ist denn? Wo willst du denn hin? Ach so. Octavia, was willst du denn? Was soll denn daraus werden? Ich weiß es nicht. Ich will eben... Octavia, was willst du denn? Was kannst du denn schon wollen hier auf der Straße? Octavia, ich habe Angst um dich. Es hat mir keine Ruhe zu Hause gelassen. Ich habe von so einer Ahnung gehabt, dass du mich vielleicht brauchen könntest. Deshalb bin ich gekommen. Octavia... Das ist bestimmt nicht der richtige Weg, den du jetzt gehst. Octavia, das passt doch gar nicht zu dir, zu der Frau jetzt nachzulaufen. Doch. Wenn du wüsstest, was ich in den letzten Tagen durchlitten habe, dann... Nicht jedes Betäubungsmittel nimmt den Schmerz weg. Oh, das ist doch kein Betäubungsmittel. Sieh doch. Wenn sich die Männer nachher umdrehen, mir schaut keiner nach auf der Straße. Obwohl mir doch alle sagen, dass ich schön bin. Du hast es mir doch oft gesagt. Albrecht hat es mir gesagt. Woran liegt das? Sie ist ja wie ein Magnet. Ja, allerdings. Octavia, sei doch froh, dass dir niemand nachschaut auf der Straße. Du bist doch ein reiner Mensch. Nein, das ist es nicht. Das ist sie auch. Sie ist mir eben überlegen. Es nützt doch gar nichts, sich da was... vorzumachen. Octavia, du bist ja außer dir. Ich flehe dich an, komm jetzt nach Haus. Nein, merkst du denn nicht? Sie sucht doch ein Ziel. Sieh mal, sie geht auf ein Haus zu. Hat sie ein Kind? Ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht.
Zachi, du verlierst ja die Bandage. Pferd halten. Ich kann mir das nicht leisten. Ich habe nicht eine so tiergewandte Hand wie Sie, Els. Ich rieche das Heu so gern. So habe ich Sie damals kennengelernt. Ein Bild von strotzender Gesundheit. Wenn ich daran denke, wie ich zum ersten Mal zu Ihrem Fenster hinaufgrüßte, wie blass Sie da durch die Scheiben gucken. Sie sollten eben nie fortgehen. 2 Monate lag ich da in diesem langweiligen Zimmer. Und keiner war da, der zu meinen Fenstern hinaufgrüßte und mich ins Leben zurückrief. War er so gefährlich? Der alte Sanitätsrat Herr Bohlen meint ja. Aber jetzt ist ja alles vorbei. Els, du darfst mir nicht zerbrechen. In gong kommeret ögon blick, du glömmer allting umkringel. Mein Elskling. Was heißt das? Mein Elskling. Elskling bist du. Du auch. So sterben. Das wäre der glücklichste Tod. Els, was redst du denn da? Wenn ich einmal tot bin, hörst du, will ich, dass meine Asche ins Meer gestreut wird. Ich bitte dich, Els. Und wenn die Welle dann deinen Fuß streichelt, dann sollst du wissen, dass ich es bin. Deine Ex. Hey, sprich doch nicht so. Du erschreckst mich doch. Es war so dicht dran, Albrecht, dass du so lange fort warst. Wenn du nicht wiedergekommen wärst, ich glaube, ich hätte mein Fieber nie überstanden. Wir sind so. Wir sind anders als ihr hier unten. Wenn wir lieben, dann sind wir so. När vi älskar, så är vi så. I skilsmässan vissnar vi som en blomma utan sol. Das heißt, in der Trennung gehen wir ein wie die Blume ohne Sonne. So liebst du mich. Wissen Sie, ob mein Mann fortgefahren ist? Herr Frohm ist vorhin ausgeritten mit Fräulein Frodin. So. Warum weinst du? Ich liebe dich. Und darum weinst du?
Das ist schon einmal in meinem Leben eine Liebe gegeben hat. Ohne dich. Ich habe ihn ein bisschen Tee gemacht. Habe ich eigentlich lange geschlafen? Vielleicht eine Stunde. Und war der Sanitätsrat? Geben Sie mir das Sitzkissen. Ist der Sanitätsrat eigentlich hier gewesen? Ja, aber er ist wieder gegangen. Er sagte, etwas Besseres als Schlaf und Ruhe könnte er Ihnen doch auch nicht verordnen. Ich fühle mich nicht gut. Ich habe hohes Fieber, glaube ich. Kommt er denn nachmittags wieder? Ja, er wusste es noch nicht. Er hat so viel zu tun. Es ist die Seuche in der Stadt, sagt er. Die Seuche. Es klingt schlimm. Was ist es denn? Typhus im Hafenviertel. Es steht auch in der Zeitung. Im Hafenviertel? Ja, wo denn da? Lies mir vor. Wie wir kurz vor Redaktionsschluss erfahren, haben sich im Hafenviertel in der Nähe vom Dovenfleet beunruhigende Erkrankungen gezeigt. Dovenfleet? Ja, Dovenfleet, die auf Typhus schließen lassen. Es sind leider schon einige Todesfälle zu beklagen. Zurzeit wird die Frage erörtert, ob strengere polizeiliche Maßnahmen erforderlich sind. Um Gottes Willen, ich muss aufstehen. Geben Sie mir meine Kleidung. Aber Miss Fräulein, Sie können doch nicht aufstehen. Der Sanitätsrat hat gesagt, es ist sehr gefährlich und Sie brauchen Ruhe. Geben Sie mir meine Sachen. Aber Miss Fräulein, bitte, es passiert ein Unglück. Ich kann das nicht verantworten. Gehen Sie bitte wieder ins Bett. Ich bin zu schwach. Ich kam noch eben im rechten Augenblick. Die Mutter ist krank, sagen Sie? Typhus? Die Pflegemutter. So. Das Kind ist gesund. Ja. Wir werden es ein paar Tage hier behalten zur Beobachtung. Nee. Ja. Aber eine typhöse Erkrankungserscheinung macht sich ja sehr deutlich bemerkbar. Die Nachricht bringe ich gerne. Aber es war sehr leichtsinnig von Ihnen, das Kind zu holen. Sie hätten sich anstecken können. So etwas überlässt man dem Krankentransport. Die Mutter war bange um das Kind. Sie wartet auf schnellen Bescheid und ich will ihn erbringen. Brauchen Sie, Fräulein, noch was? Nein, nein, ich brauche nichts. So ist gut. Geht nur. Geht nur. Das kann doch keine Freude sein, für eine Kranke ins Regenwetter zu schauen. Wenn es doch die Sonne wäre. Ach, Sonne. Sonne habe ich so viel im Leben gesehen. Geht nur. Lass mich allein. Thank you.
Spinnstall erfroben. Sie hätten sich ja beinahe den Kopf eingeschlagen am Eingang. Ja. Ist Ihnen etwas, Herr Froben? Gottes Willen! Herr Froben! Ich werde die gnädige Frau rufen. Nein, nein. Nichts. Nichts meiner Frau. Ich möchte nicht, dass irgendwer... Ach, Gott. Ja, helfen Sie mir. Albrecht. Sie dürfen die Scheibe nicht aufziehen. Typhus ist eine sehr ansteckende Krankheit. Willst du mir etwas sagen, Albrecht? Nein. Aber ich muss es dir sagen. Wie ein Stein liegt es mir auf dem Herzen. Was denn? Ich bin bange um Els. Sei nicht bange. Das Schicksal weiß es besser, was es mit uns vorhat. Ich sehe das Leben über dir und deine lichte, frohe Zukunft. Nur über mir? Nicht über uns beiden? Ich weiß es nicht, Albrecht. Ja, du weißt es schon, reich mal nicht aus, Octavia. Über dir und über meine Liebe. Ja. Wo du hingehst, um glücklich zu sein, wird sie dich immer begleiten. In diesem Regen habe ich erst das letzte Mal gegrüßt. Und jetzt wird sie warm. Und was? Sterben. So schnell stirbt ich nicht, Albrecht. Du kennst sie nicht. Damals, als wir das letzte Mal fort waren in Düsseldorf, da konnte sie auch nicht wieder gesund werden. Sie sagte einmal zu mir, in der Trennung gehen wir ein. Wie die Blume ohne Sonne, sagte sie. Und keiner war da, der zu meinem Fenster hinausblickte und mich ins Leben zurückrief. Ich schließe also das Testament und bin damit ab. Ja. Er ist noch nicht im Zimmer. Aber ich glaube, er schleicht schon ums Haus. Wer schleicht ums Haus? Der Freund. Freund? Freund Heim. Ach so. Heim ist tot. Ich glaube, Nils, Fräulein, sind zu düster, was? Hm? Sie sehen Gespenster, stimmt? Sagen Sie nichts. Ja, und die genaue Anschrift des Universalerben ist? Goldenfleets 22. Zusammen. Du willst nichts mit unserem Pony, unserem Haus am Meer.
6. Herr Notar, gehen Sie bitte jetzt. Ich muss allein bleiben. Ich erwarte jemand. Sie erwarten einen Besuch. Was? Und da reden Sie vom Sterben. Ich würde den Tag nicht überleben, wenn er nicht käme. Ja, auch eine Umarmung kann todbringend sein. Und wenn sie die eines Kindes ist. Also Vorsicht für die Zukunft. Diesmal haben Sie Glück gehabt. Sie kommen drüber weg mit Ihrer Natur. Ach, naja. Macht Sie denn das nicht froh? Doch, doch. Aber... Aber? Warum sagen Sie mir denn nicht, wie es Fräulein Flodin geht, Herr Sanitätsrat? Sie sind doch Ihr Arzt. Und Sie müssen doch wissen, wie sehr ich auf Nachricht warte. Oder glauben Sie, dass Sie es Octavia schuldig sind, nicht davon zu sprechen? Octavia braucht kein Opfer. Sie opfert. Ja. Für Sie ist unsere Ehe ein Opfergang. Ein einziger Opfergang gewesen. Ja, solche Naturen gibt es, Herr Froben. Und darum braucht auch Els nicht vergeblich auf Sie und auf Ihren Gruß zu warten. Es steht ein Reiter am Tor, an Els Gartentor, der ihr den Liebesgruß spendet, auf den sie täglich wartet. Wer? Wer steht am Tor? Ich weiß ja, Albrecht. Ich weiß es ja. Ich weiß ja alles. Ich bin so traurig, Albrecht. Wenn ich auch am Fenster deine Gestalt sehe. Aber du bist so weit weg von mir. Deine Liebe ist so weit weg von mir. Ich fühle es gar nicht mehr. Ich bin ja nicht am Tor, Els. Es ist Octavia, die dich grüßt. Du bist es nicht. Doch. Du bist es.
Ich sehe dich, Albrecht. Bist du es wirklich? Wer kann sagen, was wirklich ist? Was willst du bei mir, Albrecht? Abschied nehmen, Els. Das müssen wir. Vor Octavias Liebe muss alles aus und vergangen sein. Verstehst du das? Ja. Verzeih mir, Els, dass ich so grausam bin. Aber ich muss es dir sagen. Ich liebe Octavia. Ich weiß. Ich weiß. Geliebte. Leb wohl und sei glücklich. Ihr Wunsch, dass ihre Asche ins Meer gestreut wird. Sie ist zurückgekehrt. Wind und Welle waren ihr Element. In Wind und Welle ist